Heute wird's krass, denn das ist die exklusivste Lokomotive, die ich bis heute hier auf dem Kanal präsentiert habe. Und es hätte die perfekte Lokomotive sein können, aber leider haben die Entwickler auf den letzten Metern hier richtig gepatzt. Und wo sie das getan haben, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Und damit herzlich willkommen auf Johns MOBA zu einem neuen Lok-Review. Heute kümmern wir uns um dieses Modell hier. Das ist die DSB MZ von der Firma MCK. Ein absolutes Premium-Modell und sowas von exklusiv, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es wurden in Summe von diesen MZs, wie wir sie hier uns hier gleich angucken, 100 hergestellt. Von dem Modell, was wir hier haben. Und das in verschiedenen Varianten, also mit Sound, ohne Sound, in quasi 3-Leiter und 2-Leiter, also AC, DC. Wir haben jetzt hier die AC-Sound-Version. Das heißt, wenn man das sich so anschaut, ist das nicht eine von 100 in dem Fall, sondern selbst bei einer 50-50-Verteilung zwischen 3-Leiter und 2-Leiter wäre es eine von 50. Und die haben auch im Auslieferungszustand wahrscheinlich nicht alle diesen speziellen oder angepassten Sounddecoder dabei gehabt. Also sprechen wir eigentlich nicht von einer von 100, sondern vielleicht eine von 30 oder 40. Damit also wirklich, wirklich, wirklich rar und wirklich, wirklich, wirklich exklusiv. Und jetzt ist natürlich die große Frage, kann denn diese Exklusivität, diese Kleinserie sich hier fortsetzen? Kann MCK diesen Premium-Anspruch, den sie selbst an die eigenen Modelle stellen, halten? Und da fangen wir jetzt mal mit dem Karton an. Der schreit Premium. Sage ich euch ganz, ganz klar, der schreit in alle Richtungen. Ich bin ein Premium-Modell, gerade wenn man ihn vergleicht mit anderen Lokomotiven. Was man hier jetzt sehen kann an der Seite, ihr seht also jetzt, das ist die Nummer 58 von 100, die wir hier vor uns haben, die AC-Sound-Version, die DSB MZ1457. In der Version 1978 bis 81. In Summe hat MCK noch verschiedene weitere Versionen dieser Lokomotive rausgebracht, aber auch nicht viel. Also es wurden in Summe 800 Stück produziert und das über alle Epochen und alle Varianten hinweg. Das heißt, es wurden 8 Modelle produziert, 8 der 15 verschiedenen Betriebsnummern, kommen wir später zu, wurden produziert und die in den verschiedenen Epochen, jede mit ungefähr 100 oder 120 Exemplaren. Und das hier ist eben die erste Epoche, der Originalauslieferungszustand, und davon gibt es eben nur 100. Der Karton, wie gesagt, schreit ganz exklusiv, ich bin ein Premium-Modell. Und ihr seht das zum Beispiel auch hier an dem Druck an der Frontseite. Bei welchem anderen Hersteller bekommt ihr das Lokmodell in 1:1 auf die Front hier als Schnitt draufgedruckt? Bei keinem. Ich kenne zumindest kaum einen. Das ist wirklich Premium. Die Qualität von dem Karton ist extrem hochwertig. Und wenn ihr ihn dann öffnet, bekommt ihr das hier. Das ist so ein ganz, ganz harter Schaum. Passend zum Karton. Farblich hier unsere Dokumente. Schauen wir uns gleich mal an. Dann gibt es hier, da wird es dann ein bisschen Standard. Also ich sag mal hier außenrum der Karton, der ist wirklich krass. Und dann habe ich einen Blister, der ist ein bisschen dicker vom Plastik her als viele normale Lokomotiven, muss ich sagen. Das ist ein ganz bisschen dickeres Plastik. Und die Lokomotive ist jetzt zwar nicht mehr drin, aber ihr seht, dass hier sind überall so Schaumstoffeinlagen, um eben die Lokomotive auch wirklich zu schützen. Und dann gibt es hier einen entsprechenden Beutel mit Zurüstteilen. Das sind die kleinen Seitenleitern. Das sind geschlossene Front- bzw. Rückseite, wenn man eben ohne Kupplungen fahren möchte. Und das war's. Aber der Karton wirklich richtig hochwertig. Und vor allen Dingen haben wir hier eine super Unterlage, die wir auch jetzt wahrscheinlich im Laufe des Reviews hier noch verwenden werden, um die Lokomotive draufzustellen. Dann haben wir hier zwei Dokumente dabei. Die dänischen Lokomotiven, da habe ich ja schon ein paar vorgestellt, sind da ja immer relativ zurückhaltend. Also wir haben hier einerseits die Anleitung. Die ist
Ja, kurz und knackig. Es gibt jetzt keinen Einleitungstext oder sowas, sondern es gibt dann hier die Erklärung, wie baue ich die Schürzen ab, wie ändere ich hier die, oder wie baue ich jetzt die Zusatzteile ran, wie nehme ich das Gehäuse ab, ja. Also alle diese ganzen Beschreibungen sind hier drin, dann wie öffne ich die Radkästen, ja, genau, und wirklich bis runter zu, wie baue ich dieses oder jenes ab. Das ist hier alles rein dänisch, also nicht auf Englisch oder so erklärt. Es gibt jetzt auch keine weiteren Beschreibungen dazu. Und es geht sogar so weit, wie man hier die Stromabnehmer dann wechselt. Ja, aber es ist eben ohne beschreibenden Text. Trotzdem farblich schön passend zum Karton, hat man auch nicht so oft. Und dann gibt es hier ein weiteres Dokument, das werden wir später im Live-Test nochmal brauchen. Das ist die Funktionsübersicht, eben speziell für dieses Modell soll die sein, steht zumindest vorne drauf. Und zwar einmal für die Version ohne Sound und dann die ganzen nächsten Seiten eben für die Version mit Sound. Ja, das sind hier einfach vier Seiten. Das ist aber auch nichts weiter zu der Decoder-Programmierung drin. Hier steht ganz am Anfang, auf der ersten Seite dieser Funktionsübersicht, dass es sich um ESO-Decoder handelt. Das heißt, wir haben hier einmal den Log-Pilot bzw. den Log-Sound 5. Also in meiner Version hier ist der Log-Sound 5 drin. Und das steht hier eben, dass die zwar spezielle Soundfunktionen bekommen haben, aber ansonsten CV-Programmierung und so weiter, dem ESO-Standard entspricht, man sich also da die Anleitung runterladen kann. Bleiben wir beim Thema Premium-Anspruch. Das schreit jetzt hier nicht ganz Premium. Nicht ganz. Ja, also es ist schön gedruckt, es sind richtig schicke Dokumente, also die wirken nobel. Aber es ist halt echt ein bisschen wenig. Da hätte man sich schon ein bisschen mehr noch theoretisch erwarten können. Auch das ganze Thema CV-Programmierung und solche Sachen. Ja, kann ich mir alles runterladen und so weiter. Nur vielleicht gibt es mal irgendwann einen Zeitpunkt, wo die Webpage von ESO eben nicht online ist und man sich von dem dann uralten Logpilot 5 die Anleitung irgendwo schwierig zusammensuchen muss. Wäre schöner, wenn das dabei wäre, wenn man einfach in 30 Jahren diesen Karton aufmacht als Sammler vielleicht. So viel zum Thema Verpackung. Also eine extrem hochwertige Verpackung, mit der man, denke ich, auch viele, viele Jahre auf jeden Fall was anfangen kann und die Lokomotive gut drin lagern kann. Ich habe jetzt ganz, ganz oft vom Thema Premium-Anspruch gesprochen und wenn ihr den Channel hier länger verfolgt, wisst ihr, es gab auch schon mal ein Review zu einer MZ4 von der Firma Hobbytrade. Das war vor ungefähr 9 Monaten, glaube ich. Ja, also im Dezember 2020 habe ich euch die MZ4 von Hobbytrade vorgestellt. Das ist ein einzelnes Video, ist hier verlinkt für euch oben. Ich werde nochmal einen Vergleich machen für beide Modelle, aber heute bleiben wir wirklich exklusiv bei der MCK-Variante. Das heißt, jede Lokomotive bekommt ihr eigenes Video und dann machen wir nochmal einen Vergleich, wo wir uns einfach anschauen, was ist vielleicht der bessere Deal. Da ich aber natürlich ganz, ganz viel von der Hobbytrade-Lokomotive im Kopf habe, kann es jetzt immer passieren, dass ich da schon so ein bisschen Vergleich ziehe und euch dann vielleicht das auch sage, dass ich hier gerade so einen Vergleich gezogen habe. Das möchte ich nicht komplett ausschließen. Das kann natürlich durchaus passieren. So, damit kommen wir mal zu unserem Hauptkandidaten. Da ist er. So schaut sie aus. Und auf den ersten Blick würde man jetzt mal sagen, eine Diesellokomotive, eine schwere Diesellokomotive. Und wenn ich sage, eine schwere Diesellokomotive, dann meine ich das in diesem Fall tatsächlich. Denn dieses Modell hier ist komplett aus Metall. Das heißt, sowohl das ganze Chassis als auch oben das Gehäuse sind aus Metall. Und wenn man das in der Hand hat hier, da merkt man, da ist ordentlich Gewicht dahinter. Das hat ein paar Vor- und Nachteile, ja. Aber der größte Vorteil ist erstmal natürlich, es wirkt unglaublich hochwertig. Es wirkt einfach unglaublich hochwertig, wenn man was in der Hand hat. Das fühlt sich kalt an hier an den Fingern, kalt, Metall, wirkt richtig, richtig hochwertig. Ihr kennt das, Märklin baut zum Beispiel auch die Lokomotiven fast ausschließlich aus Metall.
Und das hat einfach ein anderes Griffgefühl, eine andere Haptik, ein anderes Gefühl wird dadurch ausgelöst als durch so ein Plastikgehäuse. Also dafür schon mal definitiv Premium. Dann, wir werden das nochmal im Detail später machen, aber so als grober Überblick schon mal, wenn ihr euch das einfach anschaut, hier die Lokomotive. Das ist der Auslieferungszustand. Ich habe jetzt hier keine Dinge rangesetzt, keine Zurüstteile oder so, sondern alle diese kleinen filigranen Dinge, die ihr hier seht, die sind ab Werk da dran und das ist alles Metall. Also auch hier oben diese kleinen angesetzten Taifune bzw. Hörner mit den entsprechenden Zuleitungen sogar. Wo hat man denn mal ein Horn mit einer Zuleitung? Diese mikrokleinen Handgriffe, die hier überall angesetzt sind, ja, die bei anderen Modellen, das werden wir auch in dem Vergleich mit der Hobby Trade irgendwann nochmal sehen, hier sind so kleine Handgriffe. Bei dem Hobby Trade Modell ist das ein kleiner Nuppel im Plastik, dass das da nicht ganz glatt ist. Hier ist das ein angesetzter Handgriff, der ungefähr einen Millimeter aus dem Modell rauskommt. Also da kann ich noch nicht mal mit einer Pinzette drum greifen oder so. Wirklich, wirklich, da muss man sagen, allein vom Eindruck her erstmal absolut Premium. Details habe ich euch getrennt nochmal aufgenommen, schauen wir uns ein bisschen später an. Aber einfach so kleine Dinge schon mal vorab hier so. Wir haben gefederte Puffer. Ja, das sind gefederte Puffer. Das ist doch schon mal sehr, sehr cool. Ja. In Summe ist es eine sechsachsige Lokomotive. Und wir werden jetzt erstmal ein ganz bisschen auf das Thema Historie, Geschichte der DSB MZ eingehen. Wo kommt die her? Was sollte die eigentlich? Was macht sie? Gibt es die heute noch? Alle diese Dinge. Und dann natürlich auch speziell zu diesem Modell hier. Und dann gehen wir als nächstes in das Thema Details nochmal wirklich rein. Also, zur Geschichte der DSB MZ. Wir haben ja hier ein relativ spezielles Modell vor uns hier. Ich sagte, das ist im Auslieferungszustand. Und wann war denn diese Auslieferung? Die war in diesem Fall hier bei dieser Lokomotive. Und ich musste das jetzt tatsächlich aufgrund der vielen unterschiedlichen Betreiber aufschreiben hier 1978, da wurde dieses spezielle Modell, also die DSB MZ 1457, ausgeliefert. 1457 ist mit einer der letzten DSB MZ. In Summe wurden 61 von diesen Lokomotiven gebaut. In 4 Baulosen, beginnend in den 60er Jahren. Also die wurden von 1967 bis 1978 ausgeliefert, wurden also entsprechend vorher entwickelt. Jetzt schauen wir mal ein bisschen zurück, was war das für eine Phase? Also es gab davor die erste Generation größerer Diesellokomotiven nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die erste Generation Diesellokomotiven, die wirklich die Dampftraktion abgelöst hat. Ganz, ganz prominente Vertreter sind die V200 bei der Deutschen Bundesbahn, also die spätere Baureihe 220, die DSB MY-Reihe, diese sogenannten Lohab-Rundnasen, die ganz, ganz viele von euch kennen, die auch in unglaublich vielen Varianten am Markt vorhanden sind. Das war so die erste Generation der Diesellokomotiven nach dem Zweiten Weltkrieg mit diesen runden Formen. Danach sollte eine zweite Generation natürlich irgendwann kommen. Diese zweite Generation kam in Europa, aber nur in bestimmten Ländern. In Deutschland zum Beispiel gab es diese zweite Generation, allerdings nur im Bereich der mittleren Gewichtsklassen. Es gibt keine ernsthafte Serie an schweren Diesellokomotiven in Deutschland. Das war die sogenannte Baureihe V320 oder die Henschel DH4000, die entwickelt wurde. Die wird manchmal so als Sondermodell aufgesetzt. Davon gab es ganz, ganz wenige Exemplare. Es wurden darauf basierend auch Lokomotiven nach Russland oder China verkauft. Aber in Deutschland hat man eben in den 60ern entschieden, dass die Hauptstrecken elektrifiziert werden sollen. Und damit war auch der Bedarf schwerer Diesellokomotiven, die Güterzüge wirklich ziehen können, große, schwere Güterzüge, der war gar nicht mehr da. Dafür gab es dann ja die Elektrotraktion. In Dänemark wiederum ist das eine ganz andere Situation gewesen. Also was haben wir in Dänemark? In Dänemark haben wir erstmal ein sehr, sehr flaches Land. Also wir haben kaum Berge und Täler, wo man sich darüber Gedanken machen muss beim Thema Traktion. Wir haben relativ kurze Strecken, wir haben eine relativ kleine und dann aber auch noch unterbrochene Strecke in den 60ern durch
die verschiedenen Inseln. Dänemark hat ja ganz, ganz viele Inseln. Und wenn ich von der Hauptstadt Kopenhagen nach Jütland wollte, musste ich in Dänemark eben damals mit der Bahn auch über eine Fähre fahren. Erst 1997 wurde die sogenannte Store Bæltbroen eröffnet. Das ist die Brücke über den großen Bælt zwischen Seeland, der Insel, und Fünen und dann Jütland. Und diese große Strecke zwischen Fünen und Seeland, der große Bælt, wurde erst 1997 mit einer Brücke erschlossen. Und dann, ich glaube, im Jahr 2000, 2002 so in etwa, gab es eine Brücke von Seeland rüber nach Schweden. Also heute kann man mit dem Auto von Schweden bis nach Deutschland fahren, ohne irgendwie von der Straße runter zu müssen. Und das Gleiche gilt auch für die Eisenbahn. Die kann auf der Schiene von eben Europa bis nach Schweden hochfahren. Das war allerdings in den 60ern noch nicht so. Damals musste man mit der Fähre fahren. Da gab es keine durchgehende Verbindung. Das heißt also, man hätte an der Stelle sowieso umkoppeln müssen jeweils. Das schon mal einfach vorab. Man hätte definitiv umkoppeln müssen, weil es einfach sehr, sehr schwierig wäre, mit einer Elektrolokomotive auf eine Fähre raufzufahren. Das heißt, dann bräuchte ich ja eine Oberleitung in der Fähre drin, also in einem Metallkasten, eine 15.000, 20.000 Volt, Hochvoltleitung installieren in der Nähe von Wasser. Also ich glaube, das ist keine so eine richtig gute Idee. Und das war mit einer der Gründe, dass man sich eben gegen eine durchgehende Elektrotraktion entschieden hat, erstmal in Dänemark. Das zweite ist natürlich dann auch die Größe des Bahnbetriebes. Ja, wenn wir jetzt relativ kurze Strecken haben, einen vergleichsweise geringen Bahnbetrieb. Dänemark hatte, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt 4 Millionen Einwohner. Da braucht man jetzt nicht unbedingt eine Elektrifizierung mit dem hohen Investitionsvolumen, dass man da an jeder Strecke Masten baut. In der Folge hatte Dänemark bis zum Ende der 80er keine elektrifizierten Strecken. Es gab dann eine Elektrifizierung. Also es wurde die Strecke durch Dänemark durch bis nach Schweden. Das war die erste, die ernsthaft elektrifiziert wurde, sodass man da eben komplett ein elektrifizierten Betrieb sicherstellen konnte mit der Bahn eben von Schweden bis nach quasi Zentraleuropa hinein. Die Kopenhagener S-Bahn, die hat sich auch elektrifiziert. Klar, da ist es natürlich sehr, sehr cool, wenn ich in einer Millionenstadt nicht immer mit lokalen Emissionen fahre, sondern elektrifiziert. Da macht so Dieseltraktion einfach weniger Spaß als Elektrotraktion. Aber auf der Strecke bleibt Dänemark in der Epoche, von der wir jetzt sprechen, absolut Diesel- bzw. am Anfang sogar noch Dampftraktion. Jetzt hat man in Dänemark traditionell ja diese NOHAB-Rundnase gehabt, die DSB MY. Die hatte 1900 PS ungefähr, war auch sechsachsig. Und man hat dann relativ schnell festgestellt, eigentlich schon in den 60ern, dass die Zugleistung dieser Lokomotive nicht ausreichte für die immer schwerer werdenden Züge und auch die Geschwindigkeit, da hätte man noch mehr gekonnt. Also die konnte so 120 ungefähr und da wollte man vielleicht ein bisschen mehr. Und dann wurde eben in den 60ern diese neue Generation Lokomotiven entwickelt. In Deutschland eben diese Henschel DH4000 und in Dänemark wurde dann ein Lizenzbau wieder von GM gekauft, der eben von dieser Firma Nyquist och Holm, also die NOHAB, in Schweden gebaut wurde. Das war der europäische oder einer der europäischen Lizenznehmer der EMD. Die EMD wiederum, das ist ja die, ja, wie nennt sich das? Die Electromotive Division. Also eigentlich EMD ist ein Teil der General Motors. Deswegen spreche ich auch immer von GM, General Motors. Aber EMD ist quasi der Teil von General Motors, der die Lokomotiven gebaut hat. Und die hatten noch was Stärkeres im Programm. Und zwar hatten die einen Motor mit 16 Zylindern und 3300 PS. Das waren schon mal ungefähr 40% mehr Leistung. Und das Ganze wurde dann in einen Lokkasten gebaut, der eben nicht mehr rund war. Also man muss ja auch mal ein bisschen gucken, was ist so der Zeitgeist. Und in den 60ern hat man sich abgekehrt von dem Design der Rundungen, was in den 50ern ganz groß war,
sondern ist eben hier zu einem klareren Design gekommen, zu einem Industriedesign. Die frühen MZ hatten noch deutlich größere Fenster, also die sahen noch nicht mal jetzt so brutal minimalistisch aus wie das hier, sondern die hatten hier ein deutlich größere Führerfenster nochmal. Aber in Summe, ja, seht ihr, da ist jetzt nichts mit Stromlinienform oder ähnlichem. Das ist ein ganz, ganz klarer Vertreter der Zeit vom Design her, diese Lokomotive. Und die war richtig stark. Also 3300 PS hatten die ersten zwei Baureihen, MZ1 und 2. 3300 PS, das war im Vergleich zu vorher eben schon mal eine ganze Ecke mehr Zugkraft. 124 Tonnen Dienstgewicht hatten die am Anfang. Das ist ja auch schon mal eine ganze Menge. Also definitiv nur Hauptstrecken geeignet. Und 165 km/h Spitzengeschwindigkeit. Das ist für eine Diesellokomotive Anfang der 70er Jahre, das war absolut Hightech, das war Premium. Und die waren eben dann auch für die schnellen Personenzüge unter anderem im Einsatz, aber auch natürlich für schweren Güterzugverkehr. Also ein ganz, ganz klarer Vertreter der nach Wirtschaftswunder weiteren Technikaufstiegsgeneration. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, das war so die Phase der Mondlandung. Da war alles möglich technisch. Da gab es auch noch keine Ölkrise. Als diese Lokomotive entwickelt wurde, gab es keine Ölkrise. Da war das Öl ohne Ende da. Das war die Zeit der American Muscle Cars, wo man im Auto ein V8 mit 7 Liter Hubraum hatte. In dieser Phase wurden diese Lokomotiven designt. Da hat man also unabhängig davon, was ist jetzt der Verbrauch, wirklich einfach auf Power gesetzt. Und das ist das, was eben Verbrennungsmotor-Power damals bedeutet hat, so eine große, kräftige Lokomotive. Ihr werdet im deutschen Bereich der Deutschen Bundesbahn nichts Vergleichbares finden, außer dieser V320, denn gegen so eine Lokomotive ist zum Beispiel auch die V160 oder die Baureihe 215, 218 und so weiter eher schwachbrüstig. Das hier ist eine ganz, ganz andere Leistungsklasse eigentlich technisch. Konkret diese Lokomotive hier, MZ4, ist das vierte Baulos. Davon gab es nur 15 Stück. Da sind schon ganz, ganz viele neue Ideen und Einflüsse reingegangen. Und zwar Ölkrise 1973. Die wurde ausgeliefert 1978. Da war ein neuer Motor drin, ein größerer Motor mit 3900 PS und auch eigentlich ein bisschen effizienter tatsächlich. Dann das ganze Thema Emissionen. In dem Fall bei den Lokomotiven jetzt erstmal noch Lärmemissionen. Also 1978 war das jetzt weniger das Thema, dass man in großen Mengen irgendwie CO2 ausstößt, sondern da war so der sichtbare Rauch, das Stinkende, das war ein Problem. Also wer sich an erinnert, ich ja nicht, aber damals war ja auch so diese Diskussion, die dann in den 80ern aufkam, Anfang der 90er später, bleifreies Benzin und Katalysatoren, Luftreinigung, das hat noch nichts mit CO2 oder Feinstaub zu tun gehabt. Da ging es jetzt um den sichtbaren Dreck. Deswegen hat die MZ4 auch ein neues System bekommen an Auspuff- und Luftansaugvorrichtungen. Hat deswegen auch so einen ganz eigenen turbinenartigen Sound. Den hören wir später ja noch, wenn wir uns das Funktionsset anhören. Damit war es aber auch eine der leisesten Lokomotiven der DSB. Deswegen ist die MZ4 primär auch auf Seeland zum Einsatz gekommen, in den stärker besiedelten Gebieten. Denn da konnte man eben mit diesen Lokomotiven auch nachts mit hoher Geschwindigkeit fahren, ohne dass jeder aus dem Bett gefallen ist. Also das typische Dieseldröhnen hat man hier nicht. Man hat so ein ganz spezielles Pfeifen, so einen ganz speziellen Turbinenton, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Also, da sind schon einige Veränderungen reingeflossen. Das waren auch die ersten MZs, die eine elektrische Zugheizung hatten, standardmäßig, keine Dampfzugheizung mehr. Vorher war es ja so, dass man quasi die Dieselmotoren hatte und man hatte trotzdem noch, auch wie bei der V200, so einen Dampfkessel quasi, der die Zugheizung betrieben hat. Hier jetzt komplett das erste Mal elektrische Zugheizung, elektrodynamische Bremsen, alle diese ganzen Sachen. Und ab der eben MZ3 dieser stärkere Motor. Also schon ein Facelift des Originaldesigns und in der Höhe der Zeit. Woran erkennt man jetzt, dass das hier der Originalauslieferungszustand ist? An zwei Dingen. Einerseits die runden Puffer. Die wurden mit der ersten Revision in den 80ern in die typischen bekannten dänischen eckigen Puffer umgebaut.
die fast jedes MZ-Modell, was ihr sonst irgendwo findet auf dem Markt, das hat eckige Puffer hier. Er hat die runden Original-Auslieferungszustand. Und dann ist das zweite, diese Schürze, mit einem Grund, warum ich sie hier unten angebaut habe für euch. Das ist ja so eine relativ flache Schürze, die über die komplette Bandbreite rübergeht. Und daran kann man bei dänischem Rollmaterial auch erkennen, ist es vor Anfang der 80er oder ist es später? Denn es gab ja 1978 diesen extremen Winter mit großen Schneemassen. Und der war ja in Norddeutschland und in Ostdeutschland. Und da waren Leute eingeschneit, viele gestorben. Also wirklich eine fiese Geschichte. Aber da ist ja nicht an der Grenze eine Linie gezogen worden und gesagt worden, in Dänemark schneit es nicht. Dänemark hat genau das gleiche Problem gehabt. Da gab es genau das gleiche. Große Schneemassen und so weiter. Die dänischen Lokomotiven hatten alle diese breite Schürze da unten. Und deswegen war ein Großteil der dänischen Dieselflotte und der dänischen Lokomotiven und Triebwagen bei diesen Extremtemperaturen und bei diesen großen Schneemassen gar nicht einsatzfähig. Weil die einfach in den Schnee reingefahren sind, die haben die Schienen nicht freigeräumt bekommen. Die hatten ja einfach nur so eine platte Front, da waren keine Räumer zur Seite hin. Und insofern hat auch der Vorteil, dass man jetzt nicht von der Oberleitung abhängig war, die durch vielleicht Eis und Schnee auf die Schienen gestürzt war, gar nichts beigetragen, denn auch so konnte in Dänemark eben kaum ein Zug mehr fahren, weil die eben den Schnee nicht von den Gleisen bekommen haben. Und deswegen wurden dann Anfang der 80er in den Revisionen unten diese Schneeräumer eingebaut. Also ganz, ganz viele dänische Lokomotiven, wenn ihr die habt, die haben so einen Schienenräumer so in dieser Form ungefähr unten. Und die wurden aus genau dem Grund installiert. Und wenn ihr das nicht habt, dann wisst ihr, dass ihr ein Modell habt, was eben vor dieser Revision, die dann im Regelfall 81, 82 so ungefähr stattgefunden hat, dargestellt wird. Also deswegen auch vorne das für euch mal installiert, dass man das sehen kann. Die 1457 gibt es tatsächlich heute noch. Und zwar sind diese Lokomotiven hier bis 2001 bei der DSB gelaufen. Also die wurde ausgeliefert eben im Jahreswechsel, also die wurde neu ausgeliefert am 3.1.78, also direkt Jahreswechsel und ist dann bis 1991 rein auf der östlichen Seite Seeland gefahren und ab dann eben auch in Westdänemark. 2001 hat die DSB den Großteil des eigenen Güterverkehrs eingestellt. Da müssen wir vielleicht mal ein extra Video zu machen, das würde heute zu weit führen. Auf jeden Fall ist die Lokomotive dann 2001 an die, deswegen habe ich diesen Zettel hier, Railion Denmark AS gegangen. Da ist dann, müsst ihr euch vorstellen, einfach nur dieses DSB verschwunden, ansonsten sah die noch genauso aus wie vorher. 2009 ist sie dann an die DB Schenker Rail Scandinavia AS gegangen. Ab dann trägt sie einen DB-Keks hier. Gleiche, sieht genauso aus, DSB ist weg, aber vorne und an den Seiten ist das DB-Logo dran. Und 2016 ist sie dann wiederum übergegangen an die DB Cargo Scandinavia AS. Ja. Das heißt, diese Lokomotive, die gibt es noch. Die 1457 ist weiterhin in Dänemark im Einsatz. Die letzten Bilder, die ich jetzt gefunden habe, sind irgendwie aus dem Zeitraum 2017 bis 2019. Also jetzt was ganz Neues aus den letzten zwei Jahren habe ich nicht gesehen, aber das kann natürlich auch Corona-bedingt sein, dass man jetzt nicht so viel Trainspotting gemacht hat im Ausland oder warum auch immer. Ja. Aber bis 2019 gibt es Bilder, die sind also heute noch im Einsatz. Das spricht auch ein bisschen dafür, dass das Design bzw. der Gesamtaufbau der Lokomotive eben wirklich ja, richtig gut ist. Muss man so sagen. Also, dass das lange hält, dass das funktioniert, dass es auch heute noch ein Einsatzzweck und Szenario ist, der gebraucht wird. Und es ist, muss man auch sagen, es ist ja nicht mal die neueste Generation. Also, es gibt auch noch Nachfolgegenerationen von der MZ. Aber die MZ ist eben die Lokomotive für Güterzüge super geeignet, die richtig Power bietet,
und die auch noch sehr, sehr langlebig ist vom Aufbau her. Ich habe es gesagt, also ein 20-Zylinder-Motor, 3900 PS, 165 km/h, 123 Tonnen Dienstgewicht. Das ist eine Ansage, das werdet ihr eben bei der Bundesbahn nicht finden. Aber ich habe es ja eben gesagt, DB-Keks. Und ich sagte, die MCK hat 8 verschiedene Varianten davon gebaut. Es gibt von MCK, wenn ihr auch Bock auf diese Lokomotive habt, eine Variante oder auch, glaube ich, 2 Varianten mit dem DB-Keks. Vielleicht mit einer anderen Betriebsnummer, aber das ist nicht so schlimm. Könnt ihr ja immer schauen auf jernbahnen.dk, ob euch die Geschichte der Betriebsnummer dann schmeckt oder ob ihr vielleicht eine andere haben wollt. Aber es gibt sie mit dem DB-Keks und es gibt sie sogar in Verkehrsrot. Denn inzwischen wurden einige von denen komplett in Verkehrsrot auch umlackiert und damit hättet ihr natürlich ein ernsthaftes Schmuckstück auf der Anlage. Die Frage ist dann natürlich, ob der hohe Preis, also kommen wir mal weg von der Historie jetzt, bleiben wir mal bei dem Modell von MCK. MCK verlangt für dieses Lokomotivline hier einen Preis von umgerechnet um die 400 Euro. Und nach dem allem, was wir heute jetzt schon gesehen haben, hinsichtlich Verpackung, Karton, erstem Eindruck, Premium, muss man ganz klar sagen. Jetzt schauen wir uns mal die Details an, ob das denn im Detail auch so ist. Widmen wir uns jetzt also den Details dieses Modells von der Firma MCK. Und da muss man sagen, das ist ganz, ganz großes Kino. Also optisch hat MCK hier wirklich abgeliefert, das muss man sagen. Und zwar nicht nur optisch, auch qualitativ, aber fangen wir mal mit der reinen Optik an. Und ich möchte jetzt mal auf so ein paar Highlights euren Blick lenken. Und zwar sprechen wir hier zum Beispiel von wirklich ganz, ganz filigran. Ihr seht ja die Größe meiner Hände und meiner Pinzette hier. Dieser kleinen Ösen, die verteilen sich hier über das gesamte Dach. Das sind nämlich die ganzen kleinen Dachsegmente, die ja theoretisch für die Wartung rauszuheben sind. Und das Ganze geht ja noch weiter, wenn ihr dann hier schaut. Zum Beispiel für die kleinen Fanfaren, so könnte man sie ja eigentlich nennen, für die Hörner hier auf dem Dach, gibt es eben nicht nur ein Horn, sondern es gibt auch eine entsprechende Zuleitung hier jeweils. Und dann gibt es hier verschiedene Antennen und weitere Haken daneben. Dann gibt es hier vorne jeweils noch einen Griff auf beiden Seiten. Dann haben wir hier den entsprechenden relativ detaillierten großen Fensterrahmen, die anderen Griffe und die Griffstangen auch hier in dem Bereich. Und die sind auch im Vergleich zu anderen Herstellern nochmal deutlich, deutlich feiner ausgeführt und dabei trotzdem ordentlich. Also nicht einfach nur eine Griffstange, die hier in der Kurve irgendwie runtergeht, sondern wirklich eine Griffstange, die eben auch in der Form hier an dem Modell ist, wie sie denn auch sein soll. Also machen wir mal so weiter, um hier wirklich die Details zu bekommen. Jetzt seht ihr eben auch, was ich meine, wie diese Griffstange hier tatsächlich angebracht ist. Was man hier auch sehen kann, ist das hier, diese ganz, ganz kleinen Teile hier. Das sind LEDs oben und unten, die können orange blinken. Und die sind wirklich super ausgeführt. Dann hier auch wieder die Ösen, die wirklich hervorragend bedruckten Firmenschilder beziehungsweise Lizenzmotorschilder und alles, was hier so an Bedruckung auf dem gesamten Modell vorhanden ist. Und in einer Liga wirklich, ja, Kilometer entfernt von allem, was ich oft bisher gesehen habe. Weil zum Beispiel aus Metall ist hier die Darstellung der Drehgestelle. Also das sind kleine Metalldrähte hier. Und dann hat man wirklich eine hyperdetaillierte Darstellung der kompletten Drehgestelle. Das ist wirklich richtig, richtig brillant. Was hier jetzt gerade fehlt, das würde hier und hier in diese kleinen Öffnungen reingehen, ist die Zutrittsleiter. Die ist ja auch sehr filigran ausgeführt. Allerdings muss die im Betrieb auf kleineren Radien, wie es bei mir auf der Anlage der Fall ist, leider abgebaut bleiben. Sonst könnte ich eben nicht um die Kurven fahren. Das ist der Kompromiss, den ich hier auch teilweise mit dem R1 bei mir eingehen muss auf der Anlage. Da kann die Lok jetzt nicht viel für. So, dann schauen wir uns doch mal die Details der Front an. Was haben wir hier?
Also wir haben hier die getrennten Rück- und Frontleuchten. Die sind auch sehr vorbildnah hier ausgeführt und extrem detailliert. Dann haben wir hier runde Puffer mit den entsprechenden kleinen Löchern drin. Das ist sehr vorbildnah und eben auch exakt für natürlich dieses eine Modell für die Epoche bzw. für die 4 Jahre, in denen das spielt, richtig. Also eine MZ4 mit runden Puffern gab es eben nur in einem ganz kurzen Zeitraum. Entsprechend dann hier unten auch die Schürze. Das ist jetzt die Variante eben ohne den NEM-Schacht. Die andere Variante mit NEM-Schacht, die ist eben hier in der Mitte dann komplett geöffnet. Aber ich wollte es euch mal so zeigen, weil das ja wirklich auch die richtige Frontansicht der Lokomotive ist. Dann haben wir hier sehr, sehr fein und filigran ausgeführt die Scheibenwischer, die Scheiben selber. Und jetzt schaut mal bitte da rein. Seht ihr das? Und seht ihr die Armlehnen von dem Sessel? Ja, also ich kann das jetzt auch nur so ungefähr zeigen, so hier, da und da, wie klein das ist. Inklusive eben auch der Gestaltung der Rückwand. Es ist wirklich schwierig, dass jetzt hier in der Makroaufnahme durch die Scheibe gut aufs Bild zu bekommen. Aber jetzt seht ihr vielleicht so ein ganz bisschen, also die Wand hinten im Führerstand, die ist eben nicht glatt, sondern die hat auch entsprechende Elemente, Tür und so weiter. Das ist auch kein Druck, sondern wirklich in dem Modell drin. Und wir haben hier zwei komplett in der Tiefe richtig dargestellte Sitze. Und jetzt seht ihr auch hier vorne ist eine kleine Fahrkonsole davor. Seht ihr das hier? Ja, also hier ist quasi die Führerstandskonsole ausgeführt. Und ich finde, das ist eins der detailliertesten Diesel-Lok-Cockpits, was ich bisher in H0 gesehen habe. Insbesondere, weil es ja wirklich bis hier runter geht. Wenn man sich das anguckt, von innen sieht man, dass das bis hier tatsächlich runter geht, dieses Cockpit, sodass man hier wirklich fast Stehhöhe drin hat. Ja. Also das ist richtig, richtig brillant. Wenn wir uns dann hier auf der anderen Seite mal ein bisschen bewegen und uns die Lüfter anschauen, die sind hier alle komplett durchgängig ausgeführt. Das kann man jetzt von hier gar nicht so sehen, weil man eben reinguckt, aber in dem Detail, wie Blick vom Inneren nach außen, da haben wir das natürlich gesehen. Hier auch viele kleine extra angesetzte Leitungen. Ja, die gehören nicht zu dem Hauptteil hier aus Metall, sondern das sind extra angesetzte kleine Teile. Genau wie auf der anderen Seite hier auch die Hörner mit den entsprechenden Zuleitungen. Und so sieht unsere Front dann eben hier mit dem Durchbruch für den Kupplungsschacht aus, sodass hier eben auch die Kupplung sich bewegen kann. Und jetzt seht ihr hier auch nochmal die Rückseite oder Vorderseite. Je nach Definition. Da haben wir eben auch diesen extrem detaillierten Führerstand drin, wo das wirklich Spaß macht, reinzuschauen. Muss man ganz klar sagen. Das macht richtig Spaß, da reinzuschauen. Das ist auch nicht dieses auf Fensterhöhe abgehackte, wo man dann irgendwie so einen beinlosen Fahrer reinsetzen könnte, sondern das ist hier tatsächlich so, dass man hier eine echte kleine Modellfigur reinstecken kann. Genau, aber das war es so im Allgemeinen mal zum Thema Detaillierung, wenn man sich also hier die Lokomotive so in Summe anschaut. Muss man sagen, das ist ganz, ganz großes Kino, was MCK hier abliefert. Und da werden, oder ich glaube, da können viele andere Hersteller sich tatsächlich, was die Detaillierung des Obergehäuses hier angeht, richtig eine Scheibe abschneiden. Weil das Ganze ist eben auch noch richtig hochwertig aus Metall. Das ist kein Plastik, sondern das ist wirklich richtig hochwertig aus Metall in der Detaillierung dargestellt. Das muss man erstmal hinbekommen. Jetzt habt ihr es gesehen. Modelldetaillierung, Sahne. Also, das geht in Richtung die perfekte Lokomotive. Wenn man sich das anguckt, diese kleinen Details hier, diese kleinen Ringe, es ist ein Traum. Sag ich, man schaut das einfach gerne an. Die muss nicht mal fahren. Auch wenn ich hier reinschaue in den Führerstand und ich sehe hier einen kleinen, da steht ein Feuerlöscher in der Ecke. Neben dem Schrank und dahinter ist dann die Tür, aber da steht der Feuerlöscher in der Ecke. Kenne ich nicht bei vielen Lokomotiven, vor allen Dingen auch nicht, dass der dann noch farblich richtig markiert ist. Ich glaube, nee, er hat keine Beschriftung. Das wäre jetzt natürlich noch so das absolute Sahnestückchen, wenn der jetzt hier noch so eine kleine Beschriftung hätte. Genau, also
Details wirklich absolut richtig, richtig brillant. Und da denke ich mal, sollten wir doch als nächstes jetzt mal auf die Anlage fliegen. Und damit herzlich willkommen auf der Anlage zum Fahrtest unserer MZ von der Firma MCK. Da steht sie und wie ihr seht, Licht hat sie schon an. Was sehr, sehr cool ist, der Decoder, der hier verbaut ist, der ist MFX-fähig. Das heißt, die Lokomotive legt sich hier eigenständig an und das Einzige, was ich jetzt noch auswählen musste, ist eben hier ein passendes Lok-Symbol und ich habe die Nummer 4 oder 1457 hier, die 1457, ergänzt, weil ich ja jetzt mehrere MZ auf meiner Anlage habe, nämlich die neue hier und da hinten seht ihr, das ist noch eine zweite MZ. Wir werden jetzt erstmal starten mit dem Üblichen, das heißt der Frage nachgehen, wie bewegt sich diese Lokomotive eigentlich hier in der Kreisfahrt, was sind für Standardwerte hinterlegt. Ich habe also noch nicht rumgespielt an den CVs oder an sonstigem hier. So ist sie eben aus der Packung gekommen und genauso wird sie jetzt hier starten. Als erstes seht ihr, das Spitzensignal habe ich jetzt schon eingeschaltet. Das ist relativ hell und jetzt werde ich hier einfach mal den Button bis zum Anschlag drehen. Ich drehe mal wieder auf 0. So, also das war für euch die Kreisbahn. Was haben wir jetzt gesehen? Erstmal muss ich sagen, eine ganz interessante schon Grundeinstellung hier von Beschleunigung und eben auch von der Bremsung, denn die ist doch relativ langsam hier eingestellt. Das ist für ab Werk schon mal richtig, richtig spannend. Und dann haben wir tatsächlich als nächstes gesehen, dass wir ein sehr, sehr schönes Fahrbild haben. Die Endgeschwindigkeit ist aus meiner Sicht auch nicht übertrieben gewesen. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch jetzt noch mal kurz zurückerinnert, die Geräuschkulisse dafür, dass wir wirklich einfach ohne Sound gefahren sind, ohne Fahrgeräusch, muss man sagen, war das sehr angenehm. Wir haben ein ganz bisschen den Motor gehört, aber am lautesten waren eigentlich die Schienenstöße. Ich habe jetzt eben vom Fahrgeräusch gesprochen. Ich mache jetzt mit euch einfach nochmal mit der Standardeinstellung der Lautstärke hier eine Runde mit der Lokomotive mit Ton. Starten wir rein in das Thema Funktionen. Davon hat die Lokomotive eine ganze Menge. Als erstes gibt es hier etwas, das nennt sich wie immer Frontlicht. Das ist natürlich richtungsabhängig, schaltet also hin und her, je nachdem in welche Richtung ich die Lokomotive bewege. Ihr seht auch, dass es hier ein relativ helles, weißliches Licht. Allerdings ist es eben auch nicht so dieses Ultrablau. Es sieht jetzt, glaube ich, hier auf dem Video ein bisschen blauer aus, als es tatsächlich ist. Wir haben dann als erstes das Thema Fahrgeräusche auf der F1.
So, also relativ lang. Da gibt es natürlich auch noch einen entsprechenden Sound zum Ausstellen des Motors. Dann gibt es die F2. Das ist das lange Signalhorn. Ja, und ihr merkt schon, durch die zwei Lautsprecher in dem Modell hat das richtig Power. Also das haut richtig rein. Dann haben wir die F3, das ist wieder eine Lichtfunktion. Und zwar ist es das Ausschalten bzw. Einschalten des einen Scheinwerfers hier oben. Den kann man eben getrennt ein- und ausschalten. Beziehungsweise, je nachdem, wenn ich eben die Hauptlichtfunktion hier deaktiviert habe, also jetzt habe ich das Licht ja aus. Seht ihr, kann ich den Scheinwerfer einzeln einschalten. Wenn ich das Licht in Summe hier jetzt anhabe, kann ich darüber eben die kleinen beiden Laternen unten ausschalten. Also das ist so eine Mixfunktion hier. Und dann haben wir als nächstes, als inzwischen dann jetzt die F4, das Rangierlicht. Seht ihr, das ist hier unten gerade angegangen. Da und da, das sind also auf beiden Seiten dann die unteren Laternen, die hier angehen als Rangierlicht. Dazu passend haben wir dann auch als nächstes das Schlusslicht. Das sind hier diese getrennten kleinen roten Lichter, die sind natürlich auch richtungsabhängig zu schalten. Das heißt, wir haben jetzt hier die Rückseite und wenn ich quasi hier die Front zurückschalte, dann ist das Rote natürlich weg. Dann haben wir danach das Thema Rangiergeschwindigkeit, das heißt also die kleine Schildkröte. Damit kann ich also die Geschwindigkeit der Lokomotive maximal herabsetzen, um deutlich einfacher zu rangieren. Und jetzt wird es interessant. Also wir haben als F7 ein kurzes Pfeifensignal hier hinterlegt. Und das klingt nicht nach einem Pfeifensignal, oder? Ich zeige euch aber mal ganz kurz die Anleitung, dass ich euch hier jetzt keinen Mist erzähle. F7, da seht ihr es, das heißt eigentlich kurzes Pfeifsignal. Ja. Also da ist anscheinend irgendwas perdue gegangen. Das klingt doch eher nach irgendeiner Art An- und Abkuppeln. Dann haben wir F8, das ist die sogenannte Fertigbestätigungsmeldung, das Blinken. Seht ihr jetzt hier, das sind diese beiden kleinen LEDs. Die sind tatsächlich jetzt live auch noch besser zu sehen, weil sie einfach so ein schönes, tiefes Orange haben, als ihr das hier jetzt im Video seht. Machen wir vielleicht mal das Licht aus. Ja, das ist mehr so der Effekt, den man noch live davon sieht dann tatsächlich. Also das ist eine coole Funktion. Wird verwendet, um einfach anzuzeigen, der Zug ist abfahrbereit. Dann kann das eben auch das Personal auf dem Bahnsteig zum Beispiel direkt erkennen. Dann haben wir F9, das An- und Abkuppeln von Wagen. So, und das ist eine Ansage, haben wir jetzt ja gerade mal gehört. Ich zeige euch hier auch nochmal das Ganze, also ich erzähle hier keinen Mist. F9, An- und Abkoppeln von Waggons. Das scheint jetzt eher das zu sein, was wir hier unter F7 eben hatten. Das klingt doch so nach An- und Abkuppeln. So, kann man sagen. Also das war nochmal F7. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn in der F9 drin? Also das scheint ja irgendein... Ja, eine Ansage zu sein. Achtung, da kommt ein Zug auf Spur 4, würde ich jetzt mal da raushören. Die Dänen unter euch können das garantiert noch besser. Ist also hier einfach falsch hinterlegt in der Anleitung. Jetzt schon das zweite. Interessant. Aber wir haben natürlich nochmal die F10 und das soll jetzt auch wieder eine Lichtfunktion sein. Und jetzt habt ihr es auch vielleicht schon gesehen. Ich mache nochmal das Hauptlicht hier aus. Genau, da seht ihr es, das ist das Licht im Fahrerhäuschen hier im Führerraum. Gibt es auch richtungsbestimmt auf beiden Seiten. Und hier seht ihr natürlich nochmal, wie krass detailliert auch dieser Innenraum hier ist. Also ihr seht ja die ganze Zeit wahrscheinlich schon hier diesen kleinen Feuerlöscher da hinten so reingucken. Das ist ein Feuerlöscher, der da in der Ecke steht. Hinter dem Fahrersessel, hinter der Konsole. Dazwischen in der Mitte ist die Tür. Das ist super detailliert und eben coolerweise noch beleuchtet. Das war also die Beleuchtung F10. Dann haben wir nochmal die F11. Das ist die Beleuchtung vom Maschinenraum. Das seht ihr jetzt hier auch nochmal. Hier ist das Licht angegangen. Da hinten die beiden Fensterchen, das ist ja der Maschinenraum. Da ist also das Licht jetzt angegangen. Das ist
auch richtig hinterlegt hier in der Anleitung. Dann haben wir F12, das soll ein kurzes Pfeifsignal sein. Ja, kurzes Pfeifsignal. Dann haben wir F13, das sogenannte Taifunhorn. Das scheint einfach ein dunkles und ein helles Pfeifsignal zu sein. Und dann haben wir F14 nochmal das kurze Pfeifsignal Nummer 2. Das war also die dunkle Pfeife nochmal getrennt. Kann man alle getrennt schalten, schon sehr cool. F15 soll jetzt das An- und Abkoppeln der Heizung sein, also der Zugheizung. Ich höre da gar nichts, also auch hier ein interessanter Fehler in der Anleitung. Sehen wir nochmal hier F15, An- und Abkoppeln der Zugheizung. Dann haben wir F16. Das soll jetzt das Öffnen und Schließen der Türen sein bei den entsprechenden Personenwagen, wenn welche dran hängen. Na, das klang doch schon mal nicht schlecht, oder? Ja, das klingt doch nach Türschließen. Also hier sind wir auf jeden Fall wieder im richtigen Bereich unterwegs mit der F16. Dann haben wir F17, das soll die Zugführerpfeife sein, die Abfahrtspfeife. Ja, stimmt auch und auch sehr schön umgesetzt. Klingt im Original jetzt hier sehr, sehr gut. Dann haben wir die F18. Das sollen die Kurvengeräusche sein. Deswegen hört man jetzt auch nichts. Das kann ich hier aktivieren. Und dann hat man eben während der Fahrt entsprechend in der Kurve Geräusche. Das ist sehr, sehr cool gelöst. Man hat für jedes der Drehgestelle einen kleinen Magneten vorne drin und die lösen eben einen entsprechenden Relaisschalter dann aus, wenn sie keinen Kontakt mehr haben, wenn sie also in der Kurve sind und dann gibt's Kurvengeräusche. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Dann haben wir die F21 und 22. Damit kann ich die Umdrehungen, also die Drehzahl des Motors erhöhen mit der F21 oder senken mit der F22. Also damit kann ich quasi die Grundlast des Motors hier erhöhen und senken in verschiedenen Stufen, wenn ich das möchte. Und die F23 seht ihr hier, das soll das An- und Abkoppeln, beziehungsweise das nicht An- und Abkoppeln, sondern das Lösen der Bremse sein. Und da gucken wir doch mal, ob es das gibt. Ja, da kommt hier nichts. Auf der F22 kommt auch nichts und auf der F21 auch nicht. Das heißt also, de facto endet das Ganze hier mit der F18. Und wir haben tatsächlich von 18 Funktionen, die hier beschrieben sind, 5 Fehler, wenn ich das, oder von 23 Funktionen, die hier beschrieben sind, 5 Fehler. Damit bleiben noch 17 oder 18 Funktionen übrig, die funktionieren, so wie sie sollen. Ein paar scheinen auch einfach vermischt zu sein. Und ja, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, muss ich tatsächlich sagen, weil mich das doch wundert. Also eigentlich dürfte das jetzt ja nicht so schwierig sein, hier so die richtigen Funktionen dann reinzuschreiben. Aber davon abgesehen sind die Sounds wirklich richtig, richtig hochwertig und die klingen super knackig. Also ich weiß immer nicht, ob man das im Video so raushören kann. Das hängt ja sehr davon ab, was habt ihr jetzt auch für einen Lautsprecher oder Kopfhörer gerade auf. Aber da steckt richtig, richtig Wumms dahinter. Ich habe das schon richtig runtergeregelt von der Lautstärke hier. Aber da steckt schon Power im Sound drin, kann ich euch einfach mal so sagen. Also schon echt überzeugend, muss ich sagen, und gefällt mir richtig gut, auch wenn einige Funktionen hier nicht so wie in der Anleitung beschrieben sind. Aber das sind auch die Funktionen, die man, glaube ich, sowieso fast nie verwendet, zumindest ich nicht.
Fahreigenschaften? Nach dem, was wir jetzt gesehen haben, würden wir mal sagen, Daumen hoch, oder? Absolut. Also, Fahreigenschaften der Lokomotive, so wie sie jetzt alleine da durch die Gegend fährt, wunderbar. Ist aber auch ein ESO-Decoder und wir haben ja auch gesehen, es ist eine Premium-Lokomotive, das würde man ja auch erwarten, oder? Denke ich mal schon. Jetzt können wir mal reingucken, wie sieht es denn innen drin aus? Die Lokomotive wird geöffnet, indem man vier Schrauben löst. Die befinden sich jeweils hier links und rechts neben dem Drehgestell. Und dann, wenn man die vier Schrauben gelöst hat, was ich jetzt hier schon gemacht habe, kann man eben das Gehäuse hier einfach abheben. Das Gehäuse selbst ist eben aus Metall. Das heißt, das hat selber auch eine ganze Menge Gewicht. Wir schrauben also durch Metall, denn auch der Lokkasten ist Metall, mit einer Metallschraube in ein Metallgewinde und haben hier dann einen sehr interessanten Aufbau. Das seht ihr jetzt im Licht so ein bisschen. Also die Lüfter, seht ihr, sind durchgängig. Das ist sehr, sehr cool, sehr schön gestaltet. Und das hier ist tatsächlich auf beiden Seiten der komplette Führerstand. Und da seht ihr auch für die Beleuchtung des Führerstandes dieses interessante Konzept. Das heißt, hier unten sind solche Pins drin. Da seht ihr die auch. Die haben dann die Verbindung zu dem Führerstand. Und ansonsten ist das hier eben das Metallgehäuse. Diese Pins landen dann auf der Platine hier, links und rechts. Und damit habe ich dann die Verbindung, um eben auch viele Funktionen in dem Gehäuse selber darzustellen, ohne ein einziges Kabel. Finde ich eine super spannende Idee. Und auch ansonsten ist der Aufbau der Lokomotive hier im Inneren eine wirkliche Freude. Also da muss man sagen, so leicht kann man richtig hochwertige Technik erkennen. Warum sage ich das? Es gibt ein paar Dinge, wo man das direkt sehen kann. Also erstmal, wolltet ihr euch schon verabschieden mit der Kamera hier? Also erstmal haben wir hier tatsächlich eine sehr, sehr schön gestaltete, sehr ordentliche Platine. Da sieht man, die wurde also wirklich auch digital designt. Sie ist komplett verschraubt überall. Sie hat aber überall, das seht ihr hier, Steckverbindungen. Das heißt, man kann das alles komplett auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Braucht nicht löten, gar nichts. Ja. Die zwei Punkte, wo eben Kabel hier noch angebunden sind, dort und dort, seht ihr auch, diese Kabel sind verdreht. Einfach, weil sie relativ lang sind. Also auch die Möglichkeiten hat man. Dann haben wir hier den einen Hauptlautsprecher. Auch relativ groß, schön platziert, direkt unter den Lüftern am Ende. Also das Ganze ist ja so dann am Ende, denke ich. Und dann haben wir hier den ESO-Lok-Sound als Platine hinterlegt. Wenn man dann hier reinguckt, wir werden jetzt nicht die ganze Tiefe öffnen, aber was seht ihr hier? Wir haben hier zum Beispiel haben wir den Powerpack. Das ist also der Kondensator bzw. der Energiespeicher, wenn man so will, dass die Lokomotive eben auch weiterfährt, wenn man sie vom Strom nimmt. Dann haben wir hier sehr, sehr groß den Motor drinnen. Man kann hier, wenn man reinguckt, zum Beispiel da die Schwungmasse erahnen. Dann sitzt hier wirklich auf der Breite, das ist der Motor komplett. Und hier ist die zweite Schwungmasse. Also wir haben hier wirklich einen großen Motor mit einer doppelten Schwungmasse, der wiederum dann eben mit den Drehgestellen verbunden ist und für den Vortrieb sorgt. Das Lokgehäuse selber, muss man sagen, das ist schon wirklich krass schwer. Und auch hier, wenn man da reinguckt, deswegen zeige ich euch das auch auf der Unterseite der Platine, sind das überall Steckverbindungen. Viel mehr kann man jetzt auf der tiefen Ebene hier gar nicht sehen tatsächlich. Aber ihr seht es vom Design her eben auch hier die MCK 027 MZ MRB oder MBRD Mainboard Version 1. Und dann sieht man hier auf der Unterseite nochmal einen weiteren Lautsprecher. Nur so als Hinweis nochmal, das Modell hat also mehrere Lautsprecher. Mehr kann man hier tatsächlich erstmal nicht sehen. Laut Anleitung ist es eben wichtig, dass man hier auch
die Lokomotive regelmäßig ölt. Das würde man hier tun, indem man quasi hier in das Getriebe, was sich hier befindet, hier hinter, ein bisschen Öl reingibt, und weiter soll man sich da auch gar nicht in die Lokomotive reinbegeben tatsächlich. Aber jetzt habt ihr mal den Innenraum gesehen. So sieht die Lokomotive von innen aus. Tatsächlich für mein Bauchgefühl jetzt eine der am schönsten designten Lokomotiven, gerade wenn man auch die anderen Modelle vergleicht, die wir teilweise schon hier hatten, wo ihr dann so einen Megakabelsalat hier habt oder einzelne Kabel, die hin und her laufen, solche ganzen Sachen. Hier alles nicht, hier alles wirklich nahtlos hochwertig gestaltet. Da merkt man, hier war ein Profi am Werk. Und gerade eben auch durch solche Dinge wie hier die ganzen Steckverbindungen und so macht es das natürlich auch sehr, sehr dankbar, wenn man hier tatsächlich mal irgendwas austauschen müsste an Einzelteilen. Also von meiner Seite für den Innenraum, für das Design des Innenraums, auch die Idee, die Platine eben über diese Pins zu verbinden hier, tatsächlich Daumen hoch, definitiv Note 1, da fällt mir wirklich nichts ein, was man hier noch besser machen könnte. Auch innen drin, Premium-Lokomotive. Jetzt habe ich gesagt, die Lokomotive patzt. Wo patzt diese Lokomotive? Und das kann ich euch ganz, ganz klar sagen. Diese Lokomotive patzt bei der Zugkraft. Das haben wir jetzt eben bei den Fahreigenschaften noch mal gar nicht betrachtet. Aber die patzt bei der Zugkraft. Und warum patzt sie bei der Zugkraft? Weil nur ein Drehgestell angetrieben ist. Habt ihr beim Innenraum vielleicht eben mitbekommen, ne? Da ist nur ein Drehgestell angetrieben. Und ich habe mir das angeguckt. Da ist drinnen Platz für eine Kardanwelle, um das zweite Drehgestell anzutreiben. Wenn man das Drehgestell aufschraubt, das habe ich auch gemacht, das nicht angetriebene, dann sind da Räder drin, die haben auch Zahnräder dran. Aber aus irgendeinem Grund hat MCK sich entschieden, das Drehgestell mit dem Schleifer nicht anzutreiben. Wahrscheinlich, weil es leichter ist. Da war sogar ein Haftreifen auf der Seite. Und das war trotzdem nicht angetrieben. Das wäre ja erstmal gar nicht schlimm, wenn die Lokomotive trotzdem Zugkraft hätte. Ich habe die bei mir auf der Anlage fahren lassen mit einem längeren Zug und habe mich gewundert, dass die in den Kurven so ein bisschen langsamer wird und dachte so, wieso wird die langsamer in der Kurve? Das ist doch so ein schweres Modell. Ja, wenn man hinten einen Wagen dran hat und vorne das angetriebene Drehgestell, dann drücken die Wagen das runter und das wird hochgehoben. Und dann ist der Haftreifen noch auf der ersten Achse vorne. Dann hat man noch zwei Achsen ohne Haftreifen, die vorne so ein bisschen mehr Druck haben. Und dann ist die Zugkraft nicht besser als bei einer dreiachsigen kleinen Märklin-Startup-Lokomotive. Warum sage ich das? Weil ich es nachgemessen habe. Ich habe so eine digitale Fisch- oder Kofferwaage, wie auch immer ihr das nennen wollt, aufs Gleis gelegt und Lokomotive ziehen lassen. Vergleichsweise die Märklin MY, die neue 39677, die ich auch mal ganz kurz hier vorgestellt habe, die immer noch ein richtiges Review verdient hat, die hat, na, über 300 Gramm Zugkraft nach vorne. Die zieht richtig was weg. Dann habe ich mal geguckt, die Hobby Trade MZ, was hat die denn so weggezogen? Die war so bei 170 Gramm ungefähr. Die hat aber auch 6 angetriebene Achsen, gleiches Konzept, ist ein bisschen leichter als die andere. Also hängt es wahrscheinlich auch damit zusammen. Zugkraft hat ja ganz, ganz viele Faktoren. Und dann habe ich mal die hier ziehen lassen. Und die kamen so mit Glück auf 50 Gramm. Das ist in der Konstellation, also das angetriebene Drehgestell vorne und so weiter, ne? Auf 50 Gramm, das ist lächerlich. Das ist ein Zugwert. Da frage ich mich, ob jemand von den Entwicklern von MCK diese Lokomotive in der AC-Variante jemals auf ein Gleis gestellt hat und fahren lassen hat. Da frage ich mich, ob die auch selber einen Berg hochkommen soll. Wenn das einer da getestet hat, dann ist der entweder, ihr habt die beste Lokomotive dieser Erde geschaffen, liebe Firma MCK, wirklich. Das ist Premium, es schreit Premium aus allen Richtungen. Und dann könnt ihr die in der Dreileiter-Variante nicht ordentlich konstruieren innen drin. Das ist technisch Hightech, das sieht super aus. Und das Einzige, was fehlt, ist da
zwei kleine Zahnräder und ein bisschen Gewinde. Also das ist ja vielleicht noch eine Kardanwelle. Und da patzt man so. Jetzt könnt ihr aber tatsächlich mit einer ganz, ganz leichten, kleinen Änderung die Zugkraft dieser Lokomotive auf das Niveau der Hobby-Trade von ungefähr 170 Gramm bringen. Und 170 Gramm reicht vollkommen aus für alle möglichen größeren, längeren Züge. Wie macht ihr das? Sage ich euch ganz einfach. Ich habe ja gesagt, an dem nicht angetriebenen Drehgestell war eine Achse mit Haftreifen. Da ist eine Schraube, also zwei Schrauben pro Drehgestell. Dann habt ihr die Klappe unten offen und dann nehmt ihr die Achse mit dem Haftreifen aus dem nicht angetriebenen Drehgestell und tut sie in das angetriebene Drehgestell rein. Und dann habt ihr da zwei Haftreifen und dann läuft das Ding. Da hätte MCK auch selber drauf kommen können. Also für mich ist das ein mega Patzer. Da sind mir diese kleinen Funktionsfehler bei der Funktionsübersicht im Vergleich ja noch egal. Aber das ist ein krasser Patzer, muss man ganz klar sagen. Der einem die Lokomotive wirklich, wirklich verleiden kann tatsächlich. Und finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil abgesehen davon ist das ein Modell, das hat man in der Hand, man guckt sich das an, das ist einfach nur brillant. Das ist brillantes Design. Dazu dieser sahnemäßige Sound mit einem Top-Decoder, also ein absolutes Premium-Modell, wo ich auch ganz klar sage, davon gibt es vielleicht dann nur 40 oder 50, aber die sind ihr Geld wert. Absolut. Und dann kommt diese Zugkraft um die Ecke und sagt hier, ne, so, ich darf euch den nicht zeigen, aber das ist doch das, was der Entwickler uns damit sagt als Dreileiterfahrer. Denn das Problem wird man nicht haben, wenn man zwei Leiter fährt, also auf zwei Gleisen ohne Mittelschleife, dann sind einfach beide Drehgestelle angetrieben, so wie die Lokomotive eigentlich designt war. Also abgesehen davon, ein Sahnemodell und macht jetzt mit der Modifikation, dass man die Haftreifen quasi komplett auf dem einen Drehgestell drauf hat, macht die mir richtig Spaß. Aber ohne hat die mir keinen Spaß gemacht. Ich hoffe, das ganze Video hier hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, gerne beim nächsten Mal. Wenn ihr bis dahin euch die Zeit vertreiben wollt, schaut euch doch vielleicht mal hier diese Videos noch an. Und immer nicht vergessen, Abo-Button, ganz, ganz wichtig. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.